Wir haben jetzt auch heute aus, aus verschiedenen Städten wieder Menschen hier. Und Bernd wollte, glaube ich, was sagen. Wir kommen unten vom Bodensee und den Rest kann er euch selbst erzählen. Kommst du mal kurz? Ja, danke schön. Vielen Dank, dass ich hier heute ein paar Worte sagen darf. Wie der Rick schon sagt, ich bin vom Bodensee und vor einem, etwas über einem Jahr aus der Braunschweiger Gegend umgesiedelt dorthin und von Anfang auch dabei in der Friedensbewegung Bodensee. Wir gucken viel nach Braunschweig. Durch meine Braunschweiger Wurzeln habe ich natürlich am Bodensee auch den Fokus drauf gerichtet und eure YouTube-Videos sind allen bekannt. Wir schauen da hin. Euren Arbeitsgruppen seid ihr auch schon ein Stück weiter als wir am Bodensee. Wir hatten als Highlight unserer Friedensarbeit neben den Mahnwachen, die in Konstanz, Überlingen, Ravensburg, die Lindauer Mahnwache, wo ich sehr aktiv mit bin, und neuerdings auch die in Radolfzell, die am Entstehen ist, hatten wir im Sommer schon ein richtiges Highlight. Den Versuch der Friedensmenschenkette rund um den Bodensee. Wir haben in einer einfach sehr, sehr kurzen Zeit haben wir es geschafft, über 6.000 Menschen zu mobilisieren. Man bräuchte 187.000 Menschen, um den Bodensee zu umrunden. Sind wir natürlich noch weit weg. Das Ziel war wirklich, sich an den Händen zu nehmen und die Gedanken der Liebe und des Friedens in das Bodenseewasser zu geben, dass das über das Wasser des Rheins in die Nordsee und die Weltmeere transportiert wird und so sich der Weltfrieden ausbreiten kann. Der erste Versuch, der war schon ganz beeindruckend, weil eine ganz tolle Atmosphäre war und dadurch auch ein sehr tolles Wir-Gefühl in der Friedensbewegung um den Bodensee entstanden ist. Und für nächstes Jahr haben wir den nächsten großen Anlauf, um das Ziel zu erreichen, den See vielleicht halbwegs zu umrunden. Und da möchte ich jetzt hier mal ein bisschen Werbung für machen. Am 21. Juni 2015 findet dieser nächste Versuch der Friedensmenschenkette um den Bodensee statt. An ganz vielen Orten. Man kann sich im Internet auch über Facebook auf der Friedensmenschenkettenseite informieren. Und wir veranstalten dazu ein Friedensfestival bei Überlingen, wo man auch campen kann dann, Wohnmobil, Zelt, für Verpflegung kurz gesorgt. Halt mit Konzert, wer da alles auftreten wird sich jetzt zeigen. Die Organisation beginnt jetzt. Und vielleicht möchte der eine oder andere ja dabei sein, vielleicht sogar seinen Jahresurlaub am Bodensee verbringen, uns mal da bei den Mahnwachen besuchen und bei der Friedensmenschenkette stärken. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir am Bodensee, ein sehr großes Thema ist bei uns der Frieden in uns selbst. Dass wir beginnen bei uns anzufangen mit dem Frieden, dass wir mit Nachbarn, mit Menschen, die uns gekränkt haben, die wir gekränkt haben, dass wir es schaffen, den Frieden zu sehen, indem wir einfach mal über unseren Schatten springen, die Menschen, mit denen wir in Zwietracht sind, anzusprechen, auf die zuzugehen, um in den Frieden zu kommen, selber in den Frieden zu kommen. Wir können von niemandem Frieden verlangen, ihr da oben macht mal Frieden. Wenn wir selber noch irgendwo im Unrein mit etwas sind, mit irgendeiner Situation, mit irgendwelchen Menschen um uns. Zum anderen ist das ein ganz großes Thema, was oft nicht sehr beachtet wird, dass der Frieden auf dem Teller anfängt. Tolstoi hat mal gesagt, solange es Schlachthäuser gibt, wird es Schlachtfelder geben. Ich bin seit 2001 Vegetarier, seit 2009 Veganer und ich muss sagen, die Änderung der Essgewohnheiten hat mich ruhiger gemacht, deutlich ruhiger, Aggressionen abgebaut. Ein ganz wichtiges Thema ist zu gucken, was haben wir da auf dem Teller. Weil beim Fleischessen unterstützen wir auch die Pharmaindustrie, auch die Ärzte damit. Alles Dinge, die man gar nicht will. Das wäre auch ein Punkt, wo man jeder nochmal in sich gehen sollte und guckt, was kann ich da noch verbessern, verändern. Das Thema wurde angesprochen mit den Bürgerkriegsflüchtlingen. Und wir haben ja unten am Bodensee, ist ja eine der wichtigsten Rüstungsindustriegegenden in Deutschland. Es gibt da ganz, ganz viele Firmen, die direkt für die Rüstung arbeiten oder der Rüstungsindustrie zuarbeiten. Und wenn man Rüstungsexporte jetzt noch nicht verboten kriegt,
dann sollte man diese Burschen vielleicht einfach mal rankriegen, indem man sagt, ihr schickt Waffen in die Welt schickt uns die Flüchtlinge, jetzt verpflichten wir euch mal, dass ihr für Unterbringung und Verpflegung sorgt, wenn ihr eure Waffen dahin schickt. Das wäre mal eine Sache, wo man mal ein bisschen auch darauf hinweisen sollte. Ja, ich will jetzt auch nicht lange viel noch reden, aber eine Sache möchte ich noch loswerden zum Thema Krieg. Mein Großvater war im Zweiten Weltkrieg und er hat mir alles erzählt über den Krieg. Er war an der Frontsoldat. Es gibt eine Szene, die hat sich bei mir jetzt gerade, wo ich in der Friedensbewegung aktiv bin, sehr tief eingegraben. Es war an der Ostfront, an der Russlandfront. Er lag Heiligabend, Weihnachten im Schützengraben, die Russen auf der anderen Seite. Heiligabend war, Kriegshandlungen wurden eingestellt. Die Deutschen kamen aus den Gräben, die Russen kamen aus den Gräben. Die Deutschen hatten Zigaretten, die Russen hatten Wodka. Die Deutschen gaben den Russen die Zigaretten, die Russen den Deutschen den Wodka. Man hat Weihnachtslieder gesungen, zusammen Wodka getrunken, um dann am nächsten Tag wieder in den Gräben gegenüber zu liegen und aufeinander zu schießen. Diese Szene zeigt für mich die Perversion, das Krankhafte des Krieges. Nichts macht es deutlicher als das. Da sind Menschen, die gleich sind, die einfach gleich sind, aber weil irgendwer sie aufhetzt oder es ihnen befiehlt, weil sie Befehle befolgen, aufeinander schießen. Okay, ich wünsche dann noch einen weiter guten Verlauf hier der Friedensmahnwache. Wir vom Bodensee, wir schauen weiterhin auf euch und ich hoffe, der eine oder andere schaut mal bei uns rein und unterstützt uns vielleicht auch durch den Besuch der Friedensmenschenkette am 21.06.2015. Das wäre schön von euch. Vielen Dank. Ja, danke, Bernd. Teilen kann. Und ich habe hier noch ein kleines Präsent. Wir haben bei uns mit als einen der Köpfe oder der Initiator Bewegung am Bodensee, den Eloas Lattenmeier, der hat die Band Die Neuen Baden damals mit inszeniert, macht jetzt ein bisschen Solo, der hat eine Benefiz-CD eingespielt für die Friedensbewegung mit Friedensliedern. Da habe ich zwei Exemplare mitgebracht. Ich hoffe, ihr verleiht die unter euch immer und lasst das ein bisschen rumgehen, das Ganze. Danke, Bernd. Und wie gesagt, sagt Bescheid, wenn ihr wisst, oder beziehungsweise wenn ihr Informationen habt, die wir dann auch teilen können. Und dann machen wir da mal ein bisschen Promotion für. Klar, auf jeden Fall. Ja, und wenn wir dann schon die Rüstungsindustrie dazu verpflichten, dafür zu zahlen, die Flüchtlinge unterzubringen, dann würde ich sagen, dann machen wir gleich die Gebühren dafür so hoch, dass es sich gar nicht mehr lohnt, in der Rüstungsindustrie tätig zu sein. Und dann haben wir das Ziel erreicht. Da müssen wir hinkommen.